fish bone. Ja, ich wollte eigentlich jetzt überleiten an meine Kollegin Daniela Zochol, die jetzt das erste Panel moderieren wollte. Sie ist leider krank geworden, deswegen springe ich jetzt einfach ein. Und uns erwartet jetzt vor der Mittagspause erstmal zwei Panels. Das erste Panel ist überschrieben, Sie haben es alle gelesen, Feminismus in Krisenzeiten, was heißt Solidarität? Uns war wichtig, dass wir bei dem Thema Antifeminismus nicht direkt in die Analyse einsteigen und uns mit ja, allem, was uns da begegnet, auseinandersetzen, sondern eher einen Rahmen auch zu setzen. Und der ist zu sehen, es gibt ganz viele Feministinnen und auch Feministen, die unterwegs sind, Feminismen mit unterschiedlichen auch Zugängen, mit unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen auch zum Teil auch kontroversen Positionen. Aber unsere These ist, gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, doch stärker nochmal zu schauen, worum geht es und können wir bestimmte auch Kontroversen vielleicht an die Seite stellen oder auch wie können wir sie angehen, lösen, miteinander im Gespräch bleiben und letztendlich solidarisch uns unterstützen, wenn es darum geht, auch gerade diese antifeministischen Angriffe abzuwehren. Deswegen diese Überschrift Feminismus in Krisenzeiten, was heißt Solidarität? Auch da die Frage, was heißt es eigentlich, intersektional feministische Arbeit zu machen? Auch da gibt es viele Leerstellen. Und das sind so ist so das Thema, was wir in der ersten Runde uns vor allen Dingen beschäftigen wird. Wir starten mit einem Vortrag von Ilse Lenz. Da ist sie sogar auf dieser Seite. Und auch dann mit dem zweiten Vortrag von Peggy Piesche. Und ich sage nochmal drei Worte. Also wahrscheinlich ist den meisten hier auch Ilse Lenz bekannt. Sie ist seit Soziologin viele Jahre in Bochum Professorin gewesen und in der Geschlechterforschung lange Zeit unterwegs und hat auch gerade mit der Heinrich-Böll-Stiftung in den letzten Jahren auch intensiver zusammengearbeitet, auch gerade bei dem Thema Antifeminismus. Das ging vor, ich sag mal, 10 Jahren los, da ging es um das Thema Maskulismus, Maskulinismus, wie sind da eigentlich die Männerrechtler unterwegs, was passiert da? Und da sind wir dann auch auf das Thema gekommen. So viel nur der Vorrede. Ich bitte Ilse hier nach vorne und ja, bin gespannt auf einen spannenden Vortrag. Ja, ich freue mich ganz ungeheuerlich, bei euch hier reden zu dürfen. Es ist so viel Power im Raum, dass ich jetzt schon denke, das wird eine ganz spannende Diskussion und ich finde schön, wenn die auch kontrovers und offen ist. Das Thema, was dieses Panel hat, ist Feminismus in Krisenzeiten, was heißt Solidarität? Und wie ihr seht, ist das für mich ein Thema voller Fragezeichen. Wir sind in so einer Zeit von Unübersichtlichkeit und dadurch erzeugter, vielleicht auch ganz nützlicher Nachdenklichkeit. Also ich löse diese Fragezeichen jetzt erstmal auf. Was sind eigentlich Feminismen? Ich spreche da immer vom Plural. Welche Krisen? Und schließlich, was heißt Solidarität? Und zunächst fange ich mit drei Thesen an, die auch ein bisschen Wünsche sind. Also einmal gehe ich davon aus, die Zukunft des Feminismen ist intersektional. Und unter intersektional meine ich jetzt nicht eine Richtung, sondern dass es wirklich wichtig ist, Geschlechterungleichheit und Ungleichheiten anderer oder weitere Ungleichheiten zusammenzudenken. Die zweite These ist, wir leben im Moment in einer Zeit der Polarisierung und Fragmentierung der Zivilgesellschaft, auch des Feminismen. Und es wäre wichtig, die feministischen Öffentlichkeiten wieder aufzubauen. Und dafür brauchen wir Orte so wie diesen Raum hier, den also Dankeschön die Böll-Stiftung geschaffen hat. Und drittens, feministische Solidarität ist nicht die der Gleichen, sondern die der Unterschiedlichen und Vielfältigen. Ja, und jetzt werde ich so ein bisschen versuchen, diese Thesen zu stützen. Ich fange an mit der Frage, was sind Feminismen? Ich habe vor einem Jahr mal versucht zu schreiben, in Aufarbeitung internationaler Debatten, wie Feminismus verstanden wird.
Und ich habe eigentlich immer wieder gefunden, sowas wie selbstreflexive Kritik an Geschlecht und anderen Ungleichheiten. Also Geschlecht und Gesellschaft in Blick nehmen, kritisch ansehen, aber auch sich selber dabei ansehen. Und das dazugehört aber auch sowas wie eine Vision. Individuelle Autonomie, Freiheit, Gleichheit für alles. Und sowas, was die Soziologie heute Relationalität nennt. Und ich einfach sowas wie vielleicht in Anlehnung an Antje Schrupp allgemeine Liebe nennen möchte. Es geht schon darum, dass man sich irgendwie wahrnehmend wertschätzend gegenübersteht. Also kurz gesagt, selbstreflexive Geschlechter- und Gesellschaftskritik. Und meine Startthese, die Zukunft des Feminismus ist intersektional, das ist nicht wahnsinnig neu. Ich habe heute mal ein dickes Buch mitgebracht und ich bitte Franziska, das jetzt mal rumzugeben. Das ist so dick geworden, weil ich versucht habe, die intersektionalen, die Stimmen des Feminismus, der Feminismen, seit 1960er Jahren aufzunehmen. Und da sehen wir, also die Einwanderinnen haben sich geäußert, der schwarze Feminismus hat sich geäußert, Arbeiterinnen haben sich geäußert, Lesben, Mütter, also das war immer eine Entwicklung voller Unterschiede unter Wahrnehmung der Ungleichheiten und unter ganz wichtigen Kontroversen. Und deswegen, also ich denke, wenn es Kontroversen gibt, das ist unsere Geschichte. Die Frage ist, wie sie produktiv zu führen sind. Wie sieht es heute aus? Ja, ich fange also mal an, ihr seht das da. Ich habe versucht, wichtige Strömungen mal zusammenzustellen und da zu gucken, woran orientieren die sich eigentlich. Das ist, was in den Kringeln drin ist. Ne? Also das wären die Leitlinien. Und da sieht man, dass diese Leitlinien ganz groß von verschiedenen Strömungen aufgenommen sind. Also eine Strömung steht nicht für eines, sondern der queere Feminismus steht einerseits für Konstruktion von Geschlecht, sexuelle Vielfalt, aber in weiten Teilen steht er auch für Antirassismus. Der schwarze Feminismus, migrantische Feminismus, hat ganz besonders die Intersektionalität und den Antirassismus mit reingebracht. Das ist in den anderen Richtungen aber auch angekommen. Dann sowas wie transformativer Feminismus. Wie kann man Strukturen verändern? Wie kann man Politik und Wirtschaft demokratisieren? Da wird sehr stark an Strukturfragen angesetzt und gesucht nach Stellschrauben, was sehr schwierig ist. Gleichstellungsfeminismus? Ja, da ist also auch bei allen jetzt diese Frage von Gewalt, Patriarchat, sehr stark mit aufgenommen worden und Gleichstellung an bestimmten Orten, also in den Städten, in Bundesländern, in Republik und international. Und seit neuestem auch wieder so etwas wie ein linker Feminismus, das finde ich ganz spannend, dass die Diskussion gerade von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen über den Kapitalismus und Geschlecht wieder angeht. Also gibt es total interessante Veröffentlichungen gerade. Ja, weiterhin, also diese Leitlinien, denke ich, sind in unterschiedlichem Maße bei all diesen Strömungen präsent, teilweise auch in Debatte. Und dann gibt es den Gleichheits- und Demokratiefeminismus und den, also wie soll man sagen, als Leitlinie. Und da würde ich den liberalen Feminismus und auch den konservativen Feminismus durchaus zurechnen. Und man soll sich nicht täuschen. Der Antifeminismus greift die alle an. Also es geht nicht nur um Gender und Konstruktion von Geschlecht und Queer, sondern es geht auch gegen die Gleichstellungsbeauftragten. Wenn man guckt, warum der Frauenanteil plötzlich gefallen ist im Parlament und in den Bundesländern, dann hängt das auch genau damit zusammen. Ja, sind die Feminismen nun heute in der Krise? Vor 50 Jahren fing das an mit der neuen Frauenbewegung, da flogen Tomaten und man ging auf die Straße oder Frau ging auf die Straße. Wenn man sich das so anguckt im Verlauf, sind die Frauen und auch etliche Feministinnen im Ergebnis, wie soll man sagen, sehr weit gekommen. Die Vorstellungen von Gleichheit und Freiheit sind weithin akzeptiert. Das ist in vielem rhetorisch, ne? Nicht verwirklicht. Aber ich denke doch, dass der Feminismus ein sehr relevanter Diskurs ist, der auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und dort umkämpft ist, wie auch am der Rechten. Die FeministInnen sind in Machtpositionen in Politik und Gesellschaft.
Sie haben zunehmende Kräfte, Bedeutung und Anerkennung. Ein großes Problem ist die Kooptation durch Neoliberalismus und auch in dem, was so Femonationalismus genannt wird. Dass also unter der Vorstellung, dass wir ja hier alle so unglaublich gleich und frei sind, wir uns zu anderen, insbesondere AnwanderInnen und Minderheiten, abgrenzen wollen. Also das ist, denke ich, auch eine Kooptation des Feminismus oder der Feminismen. Und da ist zu fragen, inwiefern das auch Wurzeln in feministischen Diskursen hat. Aber ich denke, erstmal sollte man den Feminismen nicht insgesamt dafür verhaften. Ja, dann haben wir also heute nicht mehr einen Mainstream, sondern ich denke, wir haben verschiedene Mainstreams. Den queeren Feminismus im Bündnis mit LGBTI, den radikalen Feminismus. Damit meine ich die Strömung, die sagt, dass sie insbesondere das Patriarchat als Herrschaft sehen und deswegen geschlechtliche Gewalt und Geschlechterherrschaft sich darauf konzentrieren. Und ich denke, man kann die Position der Emma damit durchaus beschreiben. Also da ist noch mehr dazu zu sagen, aber erstmal, das ist so die Grundposition. Und da sind dann so andere Sachen wie Probleme des Antirassismus nicht ganz so wichtig. Also ich weiß, dass es die Debatte gibt, aber erstmal denke ich, ist das eben die Leitlinie des radikalen Feminismus. Geschlechterungleichheit, Geschlechterherrschaft, das ist abzuschaffen, ist ihr Ziel. Der institutionelle Feminismus, all dies sind Mainstreams im Moment. Und all diese setzen sich mit den Fragen von Antifeminismus, teilweise auch mit Rassismus und Klassismus auseinander. Ja, ich würde sagen, die Feminismen sind heute selber nicht in der Krise, sondern das Problem ist eigentlich eher Fragmentierung, Polarisierung und können sie eigentlich noch miteinander reden? Also ist die sowas wie eine breite feministische Öffentlichkeit überhaupt noch da? Ja, und jetzt komme ich zu der Frage nach erstens, welche Feminismen, zweitens, welche Krisen? Ja, das wisst ihr alle, ich sage es nur noch mal ganz kurz in Stichworten, damit es auch im Raum ist. Der Klimawandel, Ökologie, da haben ja die jungen Frauen und Männer sehr gut drauf reagiert. Digitalisierung und Prekarisierung im globalen Kapitalismus. Demografischer Wandel, wer wird uns im Alter pflegen? Mich zum Beispiel. Krise der Sorgearbeit. Und wir haben da grundlegende Veränderungen, also vertiefte intersektionale Ungleichheiten. Und ich sehe das wirklich sehr kritisch, wenn ich also gestern mich unterhalte und frage nach einem Kollegen und dann höre, ja, da ist jetzt die Polin im Haushalt und pflegt ihn, weil er den Alltag nicht mehr bewältigen kann, dann denke ich mir, hoppla, wo sind wir eigentlich? Ne? Also diese Frage, demografische Krise abgewälzt auf irreguläre Einwanderinnen. Also das vertieft sich im Moment, obwohl mehr Frauen Machtpositionen haben, ist es bei anderen eben ganz anders. Ja, und in dieser Mehrfachkrisen sind eben die Antifeminismen und Rechtspopulismen Kräfte, die nun neoliberale und nationale Projekte verfolgen. Die sind selber aber auch nicht die Krise. Und das ist ganz klar, sie meinen es ernst und sie mobilisieren am erfolgreichsten mit Sexismus und Rassismus. Sexismus alleine klickt noch nicht richtig, habe ich manchmal das Gefühl. Aber so wie diese Geschichten kommen, diese Bilder von rassistischen Bilder, dann mit Geschlechtermotiven unterlegt und insbesondere mit Panik, dann klickt es irgendwie. Und deswegen auch, denke ich, um diese Krise zu verstehen und sich auseinanderzusetzen mit Antifeminismus, sind intersektionale Ansätze ganz, ganz wichtig. Ja, ich denke, wenn wir nochmal weiter gucken mit den Krisen, die Krisen zeigen vielleicht auch, dass die Geschlechterordnung sich ändert. Und das ist die Gefahr und die Chance. Ich habe das woanders breiter ausgeführt, das kann man mich gerne fragen zu. Aber deswegen nehmen diese Geschlechterkonflikte im Moment auch zu. Wir haben einerseits Gleichheitstendenzen und andererseits, was ich eben versucht habe anzudeuten, mehr Ungleichheit. Und das müssen wir zusammendenken. Und entscheidend ist da, politische und soziale Lösungen zu entwickeln, auch Visionen zu haben. Ich habe mich eben so gefreut, wie Linda alle hier begrüßt hat im Raum, weil da wurden die Visionen in Form eurer Personen schon deutlich. Ne? Also ist es wichtig, auch an die Zukunft zu denken und zu fragen, wie ist die von uns unterschiedlichen Menschen gemeinsam gestaltbar? Ja, damit die Feminismen sich einmischen können, da brauchen sie intersektionale, differenzierte Analysen. Sie müssen nachdenken können und sich verständigen können und schließlich strategische Debatten. Ich fände es wunderbar, wenn wir hier auf dieser Tagung auch ein bisschen diese Debatten führen könnten. Ja,
ich bin immer noch in dem Teil, was sind die Krisen und was sind die Probleme? Der Antifeminismus und der Rassismus ist nicht neu, das wissen wir alle. Er ist jetzt neu angestoßen worden, aber es gibt eine lange Geschichte in der Moderne und das waren immer miteinander wirkende und häufig auch offen verbündete Kräfte. Der Rechtspopulismus, Rassismus ist seit den 1990ern offensiv. Ihr habt alle vermutlich auch diesen Hashtag Baseballschläger gelesen. Da wird das nochmal sehr deutlich und auch wie junge Männer und Frauen sich gewehrt haben dagegen. Mit Gründung der AfD sind die nun auf allen politischen Ebenen vertreten und das ist ein neues Problem. Gleichstellungsbeauftragte sind auch auf allen politischen Ebenen vertreten. Das bedeutet, wir müssen viel stärker zusammenarbeiten. Ne? Also es ist nicht so, dass der Feminismus in der Stadt nicht vorhanden wäre, sondern ist er sehr wohl da und mit sehr aktiven Menschen. Ja, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Ich komme zurück zu meinen drei Thesen. Das eine, die Zukunft des Feminismus ist intersektional, habe ich eigentlich schon gesagt, ist jetzt wichtig, gerade weil wir diese Krisen und eventuell diese Transformation haben, die offen ist. Es gibt Variationen von Intersektionalität. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt nicht eine reine Lehre, sondern unterschiedliche Richtungen. Ich habe das auch versucht, jetzt mal zu entwickeln, auch wieder an anderer Stelle, kann man mich gerne fragen. Und es ist nicht das Gleiche wie Identitätspolitik. Identitätspolitik macht für manche Richtungen Sinn, für andere nun wieder nicht. Was ich wichtig finde, dass wir uns nicht auf Positionen festschreiben. Also schwarze Frau, weiße Frau, Migrantin, Kartoffel oder wie immer, sondern dass wir sagen, wir sind alle Menschen, die Widersprüche erleben und ambivalent sind. Und dass wir das aushalten, wenn wir miteinander reden, dass wir diese Ambivalenz wahrnehmen und auch irgendwie wertschätzen. Ja, vielleicht doch noch kurz, auch in der Intersektionalität gibt es viel zu machen. Manches wird gesehen, aber die Klasse ist eigentlich fast vergessen worden. Also wenn ich mit jemandem diskutiere und die sagt, ja, diese weißen alten Männer, und dann geht es aber um die Herren, die also sozusagen den Finanzkapitalismus vertreten, dann fände ich schon gut, wenn man nochmal sagen würde, das sind weiße, alte Finanzkapitalisten. Also ist ein Unterschied. Beim Beispiel Antirassismus. Es gibt heute ein Bewusstsein für die Diskriminierung muslimischer Frauen mit Kopftuch. Es gibt überhaupt kein Bewusstsein, und das ist jetzt ein Forschungsergebnis von mir, ich gebe es euch auf den Weg, ein Drittel aller Einwanderinnen mit ausländischem Pass sind in Einfacharbeit beschäftigt. Wir haben eine gigantische Unterschichtung. Wenn ihr euch mal vorstellt, ein Drittel von euren Freundinnen könnten nur entweder am Band stehen oder das Krankenhaus putzen oder im Privathaushalt, dann wird es ein bisschen deutlich. Also wir haben da wirklich eine ganz, ganz große Ethnizitäts- und Klassen- und Gender-Problematik. Bei den Einwanderern mit ausländischem Pass sind es 15%, also die Hälfte. Und bei den Frauen mit, wie soll man sagen, deutscher Pass sind es 8%. Also wir müssen da genauer hingucken. Wie ist Intersektionalität in den Strukturen drin und wer wird völlig ausgegrenzt? Die zweite These war, wir brauchen feministische Öffentlichkeiten und dritte Räume. Das kürze ich jetzt auch ab. Wir haben mit der Transformation gleichzeitig einen grundlegenden Wandel der Öffentlichkeit. Ganz viel neue Vernetzung, aber auch ganz viel Fragmentierung. Und damit müssen wir irgendwie umgehen. Dies wird durch den Rechtspopulismus autoritär geformt und durch Gewaltunternehmer, die sind sehr wenige, aber sehr effektiv im Moment bedroht. Und da finde ich eben dritte Räume unheimlich wichtig. Hoffentlich ist das hier auch ein dritter Raum. Dritte Räume sind Orte, wo ich nicht als Vertreterin meiner Position reingehe und dafür kämpfe, sondern wo wir sagen, wir wollen die Geltungsansprüche der Argumente der anderen vergleichen. Wir lassen uns aufeinander ein. Wenn mir jetzt jemand gegenübertritt, das ist natürlich eine kühne These, in der Bundesrepublik gibt es keinen Rassismus. Dann würde ich erstmal sagen, ja, begründen Sie mir das bitte. Dann komme ich mit meinen Argumenten. Aber dass wir einfach sozusagen zuhören, nicht von Positionen her, sondern von Argumenten her und gucken, wie wir da weiterkommen. Und ein solcher Raum ist die Wissenschaft. Ein solcher Raum, denke ich, kann es auch auf diesen Tagungen geben. Und
Ein Raum, in dem Differenzen nach fairen Regeln offen diskutiert werden können. Und schließlich die Solidaritäten. Die Sabine Haag hat mit anderen zusammen einen schönen Aufsatz geschrieben, Solidarität ohne Identität. Und ich würde gerne darauf hinweisen, dass Solidarität nicht aus Gleichheit kommt. Schon der Begriff in der Moderne bedeutet, Unterschiedliches tun sich zusammen. Das ist der Solidus in der Rechtsanwaltpraxis, wo verschiedenste Anwälte sich zusammentun und hoffentlich für das Gute klagen. Also für gemeinsame erarbeitete Ziele. Deswegen muss Solidarität geschaffen werden. Auf gemeinsam erarbeiteten Einsichten, Zielen und Praktiken. Und es ist eine Solidarität der unterschiedlichen und vielfältigen. Wie geht das? Wenn man nur die Vorstellung eines Kampfes aller gegen alle im Kopf hat und Teile der postmodernen Theorie, ich sage es jetzt mal sehr kurz, denken auch eher in die Richtung, dann ist das, glaube ich, sehr schwierig. Wir brauchen sowas wie kommunikatives Handeln. Da sitzen andere Spezialisten als ich im Raum. Das kann man da vielleicht diskutieren. Sowas wie Gleichheit der Positionen, Austauschen und Zuhören im dritten Raum. Gemeinsame Geschlechter- und Gesellschaftskritik aus unterschiedlichen Positionen und gemeinsame Projekte. Dass sie sagen, wir wollen jetzt wirklich was tun gegen Sexismus und Rassismus in einem Kontext. Und wenn es um Solidarität geht, denke ich, müssen wir auch wieder über Universalismus nachdenken. Das Problem des Universalismus ist ja nicht, dass er universal ist, sondern dass er fake ist. Dass er partikular ist. Wie kommen wir zu einem Universalismus? Letzter Satz. Der sozusagen die Unterschiede anerkennt, die daraus entspringenden Wahrnehmungen, was ich reflexiver Universalismus nenne. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ilse Lenz. Ich habe immer die undankbare Aufgabe, immer so Zeichen zu geben, damit die Zeit eingehalten wird. Dass wir, über jedes Thema, glaube ich, könnten wir Stunden sprechen. Aber es sind Impulse und die anregen sollen auch. Zunächst machen wir so ganz kurz in den Raum die Frage, gibt es Nachfragen, Verständnisfragen? Weil dann, wenn es die nicht gibt, wenn es die gibt, dann werden die kurz beantwortet. Danach kommt Peggy Piesche und dann machen wir nochmal eine Gesamtrunde mit Statements. Was haben Sie gehört und was ist Ihnen wichtig, auch zu entgegnen oder dazu zu sagen? So, wir brauchen mal das Mikrofon für die Übersetzung, deswegen mal bitte warten. Ganz kurz nur nachgefragt, wer oder was sind Gewaltunternehmer? Ja, der Begriff ist von dem großartigen Ethnologen Georg Elwert. Das sind Menschen, die sozusagen ihre Medienöffentlichkeit oder andere Unternehmen über Gewalt organisieren. Und ich habe diesen Begriff aus der Ethnologie jetzt auf Menschen übertragen, die im Netz mit Gewalt und Drohung unterwegs sind und da durchaus auch, wie soll man sagen, finanziell und im Ansehen gestützt werden von anderen.